Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren kleinen Folge Gürtelchat. Heute bereits am Dienstagmorgen. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Wenn ihr das Video nach Veröffentlichung guckt, ist es noch früh, aber der Tag wird werden. Das war richtig poetisch jetzt irgendwie, ne? Gut, egal. Wir sind heute, oder ich bin heute dabei, die Sojabohnen zu dreschen. Weil ich mir gedacht habe, der Helfer macht jetzt sowieso nur Blödsinn. Da können wir das auch ruhig mal selber machen. Und immer bei solchen Arbeiten, wenn so Arbeiten anfallen, die ein bisschen länger dauern, wisst ihr ja, wie das läuft, Kommentare vorlesen. Und das werden wir jetzt auch machen. Es gab ja zum gestrigen Video sehr viele Kommentare tatsächlich. Ich habe mir auch schon zwei, drei angeschaut. Hallo Werner, von dem kleinen M-Beta gibt es eine Version 2.0 vom Pharma 308. Das weiß ich gar nicht. Das muss ich mir mal angucken. Ich weiß das doch gar nicht. Was haben wir hier alles? Alter, so viel. 200 Kommentare. Die schaffe ich, glaube ich, gar nicht in der Folge. Es kann auch sein, dass die heutige Folge kürzer wird, weil ich keine Zeit habe. Ich habe wirklich keine Zeit. Ich nehme das Video um 23.15 Uhr auf. Frag nicht nach Sonnenschein. Ich habe jetzt gerade, muss ich wirklich sagen, wunderbare 5 Folgen BG-Farben. Gemeinderadio aufgenommen, mit dem Randy und mit dem Ansgar wieder zusammen, hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, habe jetzt noch eine Mod-Vorstellung aufgenommen und jetzt bin ich einfach am Ende meiner Kräfte. Das heißt, es wird auch kein Fallfarmer kommen heute, weil ich es einfach seitlich nicht schaffe. Ihr wisst es genau, ich bin nicht der Typ, der da 100 Folgen vorproduziert. Das bin ich nicht. Ich mache die Folgen für euch sehr, sehr gerne, das wisst ihr ganz genau. Aber speziell Montag, Dienstag ist immer so der Faktor. Sehr viel Aufnahmen, sehr viel zum Machen und da geht halt meistens die Singleplayer-Projekte leider zugrunde. Aber spätestens dann übermorgen, oder nee, morgen wieder, müsste es dann wieder ganz normal laufen. So, wir haben hier natürlich sehr viele Kommentare zu den Ladern, die ich gestern gekauft hatte, oder gekauft habe. Zum Beispiel der Andreas Stangelmeier hat geschrieben, der Lader sieht aus wie ein Traktor, nur die Kabine wurde verkehrt draufgebaut. Also das empfinde ich jetzt als absolute Frechheit. Nee, tatsächlich, also ich wurde tatsächlich gefragt, wie man in dieses Gefährt reinkommt. Und ich muss tatsächlich sagen, ich glaube, dass es so ist wie bei einem Bobcat. Wisst ihr, was ein Bobcat, ein klassischer Bobcat, ist so ein Kompaktlader. Ich glaube, da kann man nur vorne reingehen. Das glaube ich wirklich. Und so, glaube ich, kann man das Ding auch besteigen. Klingt jetzt falsch, aber so kann man in dieses Gerät steigen. Ich muss das so sagen, es ist nicht anders, ne? Es ist so, man nennt es so, fertig. So. Badam, badam. Was haben wir noch hier? Jungfeuerwehr 2017. Wie heißt der Mod mit den Helfern? Das ist Cosplay. Das ist Cosplay. Da werden auch separat ein paar Videos kommen zu Cosplay. Ich habe es einfach noch nicht. Ich habe mir das schon so oft vorgenommen, richtig viele Cosplay-Videos zu machen. Ich habe es nicht geschafft. Wirklich nicht. Wie immer eine tolle Folge. Aber ich habe da mal eine Frage von Miss. Da steht nur Miss Hamsterchen. Miss Hamsterchen. Wie macht man solche Linien, damit Helfer wissen, wo sie langfahren? Diese Linien ist auch ein Teil des Mods Curseplay. Und diese Linien kann ich praktisch hier projizieren, oder machen. Ganz kurz, nur ganz kurz. Wir wissen hier, dass dieses Feld das Feld 2 ist. Das wissen wir, weil es steht hier. Wir sagen ihm jetzt Feld 2. Dann sagen wir eben, die Arbeitsweite von 12 Metern ergibt sich aus dem Schneidwerk, was wir haben. Das heißt, das hier ist eine Arbeitsweite von 12,7 Metern. Startecke und Startrichtung klicke ich persönlich einfach einmal drauf. Das ist keine Wissenschaft, da stellt er sich meistens selber ein. Und Vorgewende gebe ich ihn meistens 2, 3, 4, 5, 6 Mal. Er ist nicht so tragisch, was ihr möchtet. Und dann gehen wir auf Generieren. Und dann kommen die Linien. Und dann würde ich sehen, okay, auf diesen Linien mit diesem Pfeil, man beachtet diese orange Pfeile, der zeigt jetzt momentan nach links und der hinter mir zeigt in die andere, also auch in die gleiche Richtung, aber eigentlich in die andere Richtung. Und auf diesen Wegen würde dieses Gerät oder auf diesen Linien würde dieses Gerät zentral fahren. Und ich kann mir auch hier ist ein Auge, kann ich mir auch angucken, wie dieses Feld mit Curseplay zu bearbeiten wäre. Natürlich war das jetzt kompletter Quatsch, was ich eingeschaltet habe. Wenn man das richtig machen würde, würde man hier einstellen, wahrscheinlich zweimal Vorgewende oder einmal Vorgewende. Ja, sagen wir einmal. Und dann gucken wir uns das Ganze nochmal an. Das sieht schon wesentlich besser aus, weil es nicht alles doppelt und dreifach gefahren,
das sieht schon wesentlich besser aus. Ne? Das ist halt eine Einstellungssache, aber da müsst ihr selber ein bisschen euch reinfuchsen. Da gibt es auch kein hundertprozentiges Tutorial für, weil das muss man einfach testen und probieren und gucken, was einem am besten passt. Ich kann es euch leider nicht anders sagen. So, was haben wir denn noch hier? Kannst du mal den Ding von Crispy reinstellen? Ja, da haben wir den wunderbaren LS Marschierer, der euch mit Links versorgt, wenn ihr höflich fragt und wenn ihr einen guten Umgangston habt. Ne? Dann werdet ihr von dem LS Marschierer alles bekommen, was ihr möchtet. Mod-technisch. So, Enzland hat geschrieben, Ferien, Daumen nach oben. Ja, Ferien. Ja, schön für euch, dass ihr Ferien habt. Ich habe keine Ferien. Egal, es sei euch gegönnt, natürlich. Muss ja auch mal sein, ne? Muss ja auch mal sein. So, noch ein Kommentar. Lukas Mock. Mock, genau. Volvo ist geil. Das ist absolut richtig. Nur ich konnte mir den Volvo nicht leisten. Ich hätte tatsächlich auch mehr zu dem Volvo tendiert, zu dem richtig großen. Aber ja. Und ich glaube, der Kleine war auch ein Volvo, ne? Nicht, dass ich mich jetzt hier komplett versplappere. Aber das war auch ein Volvo. Ich hatte eigentlich, das wollte ich den hier haben. Der ist aber so teuer. Der ist halt ein richtiger Radlader. Aber der hier ist doch auch, also ich finde den knuffig und putzig und so weiter und so fort. Ich finde tatsächlich besser als der Hanomag. Der Hanomag ist irgendwie so abgedroscht, meines Erachtens nach. Der ist cool. Ich sag's einfach mal cool dazu, ne? So. So, dann haben wir hier was? Was habt ihr alle für Namen? Madane David steht da. Werner, kannst du bitte mir den MB-Tag reinmachen und die Sachen, was du hast, reinmachen? Was soll ich machen? Was meinst du damit? Also du meinst wahrscheinlich, du möchtest die Mods haben. So, liebe Kinder, liebe Leute, nochmal ganz allgemein gesagt. Von mir werdet ihr keine Mods erhalten. Ich bin nicht jemand, der Mods weitergibt. Ich bin schon gar niemand oder schon gar niemand derjenige, der euch irgendwelche Privatmods weitergibt. Da seid ihr bei mir komplett an der falschen Adresse und auch egal wer, das gesamte Burning Gamers Team wird das nicht unterstützen. Das sage ich euch ganz offen und ehrlich. Das ist bei uns nicht die Sache. Und ganz ehrlich, die MB-Trucks kannst du alle haben. Du musst die nur bei Forbidden Mods anfragen oder den kleinen kannst du sogar ohne Anfrage runterladen. Nur mal bei Forbidden Mods reingucken. Ganz einfach. So, nächstes Kommentar. Fabian Tiergarten. Ist doch ganz ein einfacher Name. Hallo Werner, ich finde den, unter Anführungszeichen oder in Klammer gesetzt, neuen Radlader toll. Könntest du vielleicht eine Modbestellung auf Modfarm machen? Ich fände es toll. Der Mod gefällt mir. Aber trotzdem, was? Aber trotzdem tolles Video und mach weiter so. Außerdem ist das neue Aufnahmeprogramm Hammer. Das ist sehr, sehr nett von dir. Vielen Dank, Fabian, für deinen Kommentar. Freut mich sehr, wenn es so gut bei euch ankommt. Und ja, ich werde das Aufnahmeprogramm auf alle Fälle beibehalten. Macht mir natürlich auch sehr viel mehr Spaß, wenn ich mir einen Arbeitsschritt dazu spare. Und ja, das habe ich schon erklärt. Dann haben wir hier Elias Glockner. Der Kleine ist putzig, Werner. Und hat am Ende Spaß gemacht als am Anfang, weil du etwas Tolles selber gemacht hast. Das ist auch eine Sache, die ich natürlich auch forcieren möchte, deswegen ich ja auch am Dreschen bin wie ein Bekloppter und eigentlich nur hin und her fahre. Ja. Aber danke, Elias, für deinen Kommentar. Das ist auch so eine Sache, die spreche ich jetzt einfach mal an. Ich hätte sie normalerweise überlesen, aber ich spreche sie jetzt an. Rick Tiggers hat geschrieben, man merkt, wahrscheinlich wollte ich sagen, man merkt, dass beim Video etwas fehlt. Das Intro. Bitte versucht, das Intro reinzukriegen. Liked es, damit er es sieht. Das hat einen Like nach oben. Ich habe es trotzdem gesehen, Rick, und ich verstehe deine Denkensweise. Ich bin tatsächlich dran, dieses Problem zu beheben, aber das dauert noch. Ich muss das wirklich Step by Step machen, weil alles, was ich jetzt irgendwie an diesem Programm umstelle, ist negativ für mich. Und das möchte ich tatsächlich gar nicht. Und deswegen habt da etwas Geduld. Bitte, das wäre wirklich sehr, sehr nett. So, dann weiter. Der JD Pro, was soll ich so das heißen?
Mega geil, der Kleine, aber bitte tauscht den Merlo gegen den großen Volvo. Wir können gerne tauschen und so weiter und so fort, wenn Geld da ist. Da bin ich sehr, sehr gerne bereit dafür. Kleiner Lag zwischendurch, kannst du mal haben, ne? Ja. So. Was? LS GEMA HM. Wie heißt das, wo du anfährst? Alter. Einstellst, weil ich will mir das auch runterladen. Es wird wahrscheinlich Curseplay sein. Also ganz, 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 ganz viele Sachen bei mir laufen mit Curseplay. Und das werdet ihr auch wahrscheinlich immer, immer wieder fragen. Ich bin gleich wieder da. So, ja. Wenn du Nase voll hast, das ist echt grauenhaft. Ja, also die meisten Sachen, egal ob Abfahrer oder Felddienst und irgendwas sammeln, passiert, oh, meistens alles mit Curseplay. Also das ist wirklich 3/4 der Mods oder die Sachen, die gefragt werden, Curseplay. Einfach Curseplay. So, wir machen weiter, weil ich wollte heute noch ein paar Fragen schaffen. So, weil ich muss gucken, wo ich hinfahre. Nicht, dass ich hier so ein Blödsinn zusammenfahre. So. Hast du immer 60 FPS? Nee. Es können auch immer 55, 51 und so weiter sein. Also immer 60 habe ich jetzt auch nicht. Das wäre jetzt gelogen. So. Spruce TV / Marcel. So einen Volvo hat mein Opa. Das glaube ich dir sogar, weil diese Dinger wurden tatsächlich ein paar Mal verkauft. Da. Sind wir schon fertig mit Abladen? Ging ja schnell, du. Da ging ja richtig flott, du. So. Wir, Vorwärtsgang. Röhrchen anfahren. Sehr schön. Dann kann es ja weitergehen. Dann haben wir auch einen Kommentar hier. Geilo, Kik, Sven. Ja. Verkauf den Volvo, der ist hässlich. Nein. Tatsächlich gefällt mir der sehr gut. Weil er euch nicht gefällt, ja, ihr müsst ihn ja nicht kaufen. Das ist immer das, was ich sage. Was ich mache, mache ich, weil ich es gerne mache, weil ich Spaß dran habe und weil ich mir die Sachen gefallen, die ich mir kaufe. Und deswegen wird er erstmal bleiben. Aber du kannst immer kurz den Bildschirm ausmachen, wenn ich den fahre und dann wieder anmachen. Das wäre ja auch ein Kompromiss, oder? Wieso hat der Volvo keine Straßenzulassung vom Disco René Cool? Vielleicht, weil das Ding 300 Jahre alt ist? Das könnte vielleicht daran liegen. Ne? So. So ein Volvo hat mein Onkel in echt von Leon Bones. Ja, wie gesagt, glaube ich dir. So, was haben wir noch hier? Da geht's eigentlich, ja, hier, bla bla bla. Okay, ja, ja. Okay. Wie heißt der Curseplay-Mod auf Modhoster? Curseplay gibt es nicht auf Modhoster, meines Erachtens nach. Also, was ich weiß, gibt es nicht. Aber wie gesagt, einen netten Kommentar einfach unter einem Video schreiben und der Alice Maschierer wird sich das sofort angucken und wird euch dann gegebenenfalls einen Link spendieren. Danke für den Mod. Brauch auch noch so einen billigen Radlader von Gago Smiley. Ja, bitte, gar kein Problem, ne? Ich bin auch nichts, sagen wir mal, nichts Besonderes. Ich gucke einfach nach Mods, die mir gefallen, nehme die mit rein und fertig. Und was anderes mache ich auch nicht. Aber ich kenne tatsächlich die Problematik, dass man sich nicht auf allen auf allen Mod-Zeiten rumtreiben kann. Deswegen, ich verstehe deine Problematik. Okay. Das lese ich jetzt auch noch vor. Zocker CR. Werner, mach mal nach diesem Projekt ein Projekt ohne IC und Abfahrhelfer und hol dir für dieses Projekt einen Case Quadrag für das Pflügen. Wäre echt super. Das werde ich wahrscheinlich nicht machen. Also Case Quadrag, ich spreche jetzt nichts gegen, meines Erachtens nach.
Ist halt ein bisschen sehr groß, aber gut. Nur ohne IC und ohne das, das macht für mich keinen Spaß. Das macht wirklich für mich keinen Spaß. Das kann ich nicht. Das tut mir wirklich leid, aber das kann ich nicht. Sachen, die mir nicht keinen Spaß machen, die mache ich auch nicht. Das ist einfach so. Martin Werl hat geschrieben, finde den Radler geil und ich finde es geil, dass das Video 20 Minuten hat. Ich würde den Heizomat irgendwo aufs Feld platzieren und das Förderband vom Jens so ausrichten, dass das direkt verkauft wird. Wäre auf alle Fälle auch eine Idee, aber das muss man sich auch erst verdienen. Ne? Wo ist unser Xerion eigentlich? Der Xerion fährt, er wird aber nicht voller. Das sind auch Sachen, die ich teilweise nicht verstehe, warum Geräte fahren, aber nicht voller werden. Naja. So. Was haben wir denn noch hier für Kommentare? Hi Werner, wolltest du nicht mal den Anhänger für den Xerion holen? Hat geschrieben, der Shadow Prince. So, du meinst wahrscheinlich, ich zeige euch das jetzt einfach mal. Du meinst wahrscheinlich, den hier kannst du vergessen. Das Ding ist der größte Müll, den du LS. Nee. Das ist wirklich Müll. Ich kann es nicht anders sagen, aber der ist sowas von grottig. Nee. Also da rege ich mich schon wieder viel zu viel drüber auf, weil der Anhänger ist einfach nicht schön. So, nennen wir das Kind beim Namen. Der Anhänger ist nicht hübsch, der ist nicht schön. Und das Schlimmste daran ist, er funktioniert nicht. Ich habe es getestet, er funktioniert nicht. Deswegen werde ich diesen Anhänger nicht kaufen. So, was haben wir denn hier noch? Was macht der Xerion eigentlich? Der muss irgendwo rum... Oh mein Gott. Die Frage ist halt jetzt, wie lange fährt er denn jetzt schon so, ne? Wenn du das nicht sofort merkst, dann fährt das Ding einfach ununterbrochen hin und her im Kreis und so weiter und so fort. Das ist die richtige Richtung. Runterlassen den Pickup. Einstellen und weiter geht's. Der macht den Job echt gut. Der eigentlich auch, ja. Der auch. Man siehe, es funktioniert. So. Haben wir noch ein, zwei Kommentare, die ich noch raushauen kann? Lass mich ganz kurz gucken. Tim Max Salmen. Das ist sehr gut. Ich freue mich auf die nächste Folge. Das freut mich tatsächlich auch, dass du dich drauf freust. Oh, Dominik. Dominik hat geschrieben, gerade Ferien angefangen und erstmal eine richtige Männergrippe. Oh, geil. Kann zwar keine LS zocken, aber mit den Videos ist super auszuhalten. Das freut mich sehr und natürlich gute Besserung von meiner Seite. Ja, da gibt es noch ganz, ganz viele andere Kommentare, die ich teilweise nicht verstehe, weil die einfach so in so einem kryptischen irgendwas geschrieben wurden. Das verstehe ich teilweise nicht. Wirklich. So, machen das Röhrchen mal wieder rein. So, das brauchen wir hier nicht Stroh ablegen, weil das bringt hier nichts. Das machen wir einfach jetzt mal so. Wie macht man den Allrad an? Das ist tatsächlich ein Mod, nennt sich Drive Control. Findest du auf Modhoster. Lalalala. Wo gibt es CP? Ja, und natürlich schon wieder ein Link vom LS Marschierer darunter. Nichts gegen Kronehäcksler. Emsländische Wertarbeit. Ah, du, ich habe nie was gesagt gegen Kronehäcksler. Ich habe nur, wenn ich was gesagt habe, dann nur in dem Sinne, dass ich sagen würde, dass es größere gibt, mit größeren Schneidwerken. Aber das heißt ja nicht, dass es Krone schlecht ist. Nein. Ich hätte mir auch keine Kronehäcksler gekauft, wenn die schlecht wären, oder? Das ist ja nicht ganz richtig. Was haben wir noch hier? Genau, das können wir vielleicht so als kleinen Abschluss nehmen. Als kleinen Abschluss vom Leon TV. Hi Werner und alle anderen, ich wünsche euch frohe Ostern. Und Werner, kannst du bitte mit Leo wieder eine Challenge machen? Alle, die wo dafür sind, einen Daumen bei mir hoch. Leider kein einziger Daumen nach oben. Und der Kommentar ist schon 14 Stunden alt. Wird schwierig werden wahrscheinlich.
Gut, aber das soll es auch wieder gewesen sein für heute. Ich kann euch aber jetzt an der Stelle, ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, sonst sage ich jetzt, Fall Farmer wird heute ausfallen, hat zeittechnische Gründe, weil ich habe heute 5 Folgen, wie heißt's, Gemeinderade aufgenommen mit Randy und Ansgar wieder. Der Ansgar war auch wieder dabei, hat sehr viel Spaß gemacht, habe noch eine Mod-Vorstellung gemacht. Ich bin einfach am Ende heute und deswegen tut mir leid, aber Fall Farmer erst morgen wieder. Aber vielleicht habe ich schon gesagt oder nicht, ich habe das Video schon 2-3 Mal aufgenommen. Und ja, egal. Ich wünsche euch was. Macht es gut.